Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute möchte ich die beiden Lautsprecher, die hier vor mir stehen, miteinander vergleichen. Das ist einmal der HomePod von Apple und einmal der One von Sonos. Wie sich die beiden Geräte vor allem im Klang unterscheiden, schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Ja, wie ich es eingangs schon berichtet habe, möchte ich hier vor allem auf die klanglichen Unterschiede eingehen. Wir wollen hier gar nicht weiter auf die Hersteller eingehen. Klar, Apple mit Siri ist das eigene Ökosystem und der Sonos One hat mittlerweile Alexa integriert. Google Assistant soll irgendwann noch folgen. Wann das soweit ist, wissen wir noch nicht genau. Der Termin wurde immer weiter nach hinten verschoben. Aber wie gesagt, wir wollen uns hier vor allem die Tonunterschiede anhören. Kurz möchte ich noch darauf eingehen, beim Sonos ist es ohne Probleme möglich, eine Vielzahl von unterschiedlichen Musikdiensten zu nutzen. Beim HomePod hingegen kann man leider nur Apple Music benutzen und auch mit anderen Geräten außer einem iPhone ist man ein bisschen eingeschränkt, was die Nutzung hier angeht. Es bleibt natürlich über AirPlay noch die anderen Apple-Geräte übrig, aber ansonsten sieht man da recht alt aus. Ich würde sagen, ich habe mir hier zwei Lieder rausgesucht. Einmal etwas Elektronisches, ein bisschen basslastiger und ein bisschen was mit Sprechgesang. Ansonsten sind bei beiden Lautsprechern die Lautstärke ungefähr auf Lautstärke 7 bzw. 70% eingestellt, dass auch hier Gleichheit herrscht. Und dann würde ich sagen, hören wir uns das Ganze doch jetzt mal an. Hey Siri, spiel Musik. Hey Siri, Pause. Und direkt im Vergleich der Sonos One. Ja, und damit wir auch direkt noch einen anderen Geschmack von Musik hier hören, wechsle ich direkt auch noch zum Sprechgesang. Hey Siri, spiel Musik. We were staying in Paris to get away from your parents and I thought, wow, if I could take this in a shot right now. Hey Siri, Pause. Und wieder der One. We were staying in Paris to get away from your parents and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work. Ja. Also, ihr habt es jetzt mal gehört, ein bisschen was Basslastiges. Ich hoffe, das ist über das Mikrofon hier, was ich an mir stecken habe, rübergekommen. Der HomePod ist ein ganzes Stück kraftvoller und basslastiger, als es der Sonos ist. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber es hat auch ein bisschen was hier im Raum vibriert. Ich nehme an, das war die Wasserflasche, die hier neben mir steht. Es ist einfach ein durchdringenderer Klang, ein raumfüllenderer Klang. Es ist einfach, lasst es euch gesagt sein, nochmal was ganz anderes. Es ist viel einnehmender, als es hier beim Sonos der Fall ist. Auch der Sonos ist ein toller Lautsprecher, gar keine Frage. Ich hatte ihn auch schon hier mit den Echos verglichen und im Vergleich zu den Echos ist der wirklich nochmal ein ganzes Stück besser. Aber der HomePod legt echt nochmal eine ganz andere Messlatte an und das ist wirklich sehr verblüffend. Natürlich ist es auch, spiegelt sich das Ganze im Preis wieder. 350 Euro kostet der HomePod, 230 der Sonos One. Das sind nochmal fast 50% mehr. Klar, dass man da auch mehr Leistung erwarten kann. Letztendlich ist es auch so, dass eben mehr Leistung geliefert wird, aber ich finde, das Ganze ist nochmal überproportional. Ihr könnt beide Geräte in Multiroom-Systeme einbinden, ihr könnt beide Geräte in ein Stereo-Paar einbinden. Einziger Nachteil beim HomePod ist, dass ihr ihn lediglich mit Apple Music benutzen könnt, beziehungsweise als externen Lautsprecher von einem iPhone oder von einem Mac. Da ist der Sonos auf jeden Fall im Vorteil. Da gibt es ja unendlich viele Musikdienste, die ihr mit ihm verknüpfen könnt. Und dann darüber Musik hören könnt. Ja, wie gesagt, es sollte ja auch einfach mal kurz um den klanglichen Vergleich gehen. Ich hoffe, das konnte euch schon mal einen Eindruck geben und hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen haben solltet, hinterlasst mir sie doch einfach unten in den Kommentaren. Ich versuche, die so schnell wie möglich zu beantworten. Auch wenn ihr Wünsche habt und andere Musikvergleiche bzw. Lautsprechervergleiche habt, ich habe ja doch einiges an Lautsprechern hier rumstehen, kann ich das gerne tun. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da oder ein Abonnement des Kanals, freut mich natürlich auch sehr. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!